Willkommen zurück bei Super Smash Bros. For Wii U. Heute werden wir uns mal den, wie heißt er denn genau, klassischen Modus anschauen. Genau, ich verwechsel den klassischen Modus nämlich immer mit dem All-Star-Modus, weil, keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir den klassischen Modus jetzt mal spielen. Das Ganze läuft ein bisschen anders ab als in Brawl, denn, soviel ich weiß, muss man nämlich mit seiner Statue auf so einem komischen Schlachtfeld andere Statuen halt zum Kampf herausfordern. Und ja, davor muss man halt noch so Münzen setzen. Ich denke mal, ich möchte nämlich den Master Core herausfordern. Ich glaube, den gibt es ab Stufe 6. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, aber ich werde mir jetzt mal Stufe 6 vornehmen. Mal sehen, ob es den da gibt. Ich weiß es jetzt nicht genau. Auf Stufe 9 gibt es den auf jeden Fall. Das weiß ich. Aber das ist mir jetzt auch wieder zu krass. Jetzt muss ich erstmal gucken, wen ich jetzt angreifen soll. Soll ich da oben hin? Soll ich da hin? Man sieht ja auch schon die Maps, auf denen man spielen kann gegen diese Leute. Da oben würde man jetzt auf dieser Brücke spielen. Ich weiß es jetzt nicht genau. Das erkennt man nicht wirklich. Ach. Was ist jetzt passiert? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich diesen Modus noch gar nicht richtig gespielt und der Typ macht mich nervös. Ich kann nicht reden, wenn der am Sprechen ist. Das ist echt komisch. Ja. Das Ganze soll jetzt auch nicht schön aussehen. Und warum ist der jetzt groß? Ey, hör mal, geh mal weg hier. Wie gemein ist das denn? Die ist ja fett. Oder groß. Oder warum ist der aus Metall, der eine? Ey, wie gemein. Ah, beide weg. Nice. Na, von hinten willst du mich jetzt nicht mehr nehmen. Na, na, na. Du Schwugle. Na, na los. Sehr gut. Den habe ich rausgekickt. Dasselbe möchte ich jetzt auch am liebsten mit Glurak machen. Aber ich bin jetzt gerade zu schlecht. Obwohl, es ging ja doch klar. Im Hintergrund liefen Ocarina of Time Medley. Hört sich auf jeden Fall sehr schön an. Okay, wir haben jetzt hier einige Sachen bekommen, die mich aber nicht wirklich jucken. Denn ich möchte einfach nur gegen den Master Core antreten. Wenn es den auf dieser Stufe gibt. Ich weiß es nicht genau. So, die sind weg. Und ja. Jetzt werde ich mich mal auf die Masse da unten rechts fixieren. Teamkampf. Mit wem spiele ich denn? Ach so, ich kann das so auswählen. Ich möchte mit Mario spielen, denn Mario ist ja sozusagen eigentlich mein Erzfeind und ich möchte mich mit ihm mal zusammentun. Genau wie Mario Luigi. Abenteuer Bowser. Genau, ich kam nicht auf den Namen. So, Bowser, komm, du musst jetzt dein Können beweisen hier in der ganzen Masse. Eieiei, es soll auf jeden Fall nicht schön aussehen. Also man sieht schon, wie ich am Ablosen bin und ich... Es ist mir nicht wirklich peinlich, weil... Ach, ich dachte, der geht dagegen. Na, egal. Nein, 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 nein. Und stirbt. Ich möchte jetzt nicht direkt sagen, dass ich schlecht in Smash bin, aber das sieht gerade wirklich so aus, muss ich sagen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht meine ganzen... Oh Gott, ich werde jetzt schon bejubelt, obwohl ich scheiße spiele. Jetzt hat sie mich ausgekontert mit ihrer O- und B-Attacke. Und im Hintergrund läuft Sonic Heroes. Auch ziemlich lustig und toll und ja... So, den habe ich weggeschlagen. Was mache ich jetzt? Nochmal den hier. Genau, mit der Bowser-Bombe. Werde ich die alle rauskicken. Was, ist Mario schon tot? Also auf Teampartner kann man sich echt nie verlassen. Was ist das? Oh. Ja, egal, ich habe ja noch ein Leben, also kein Problem. Kriegt jetzt eine mit. So, der eine weg. Der andere fast.
Er wird sich jetzt auch verabschieden müssen, wenn ich mir nicht vorher erstmal diese Sachen holen sollte. Was war das? So, jetzt komm mal her. Und weg mit dir. Yeah. Ahaha. Okay. Den ganzen Kram da unten rechts habe ich jetzt ausgeschaltet. Jetzt haben wir nicht mehr viele von dieser Mannschaft. Da in der Mitte sind noch einige. Aber die werde ich auch schnell weg haben, denke ich mal. So, Teamkampf mal wieder. Ich wähle als Teampartner mal einen schnellen Charakter. Mario ist auch ziemlich schnell eigentlich. Aber ich nehme mal Fox. Hätte auch Captain Falcon nehmen können, aber ich hätte jetzt mal Bock auf Fox in meinem Team. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wer gewinnt. Ich muss auch irgendwie gucken, wie ich das Ganze synchronisiert bekomme. Ah, Super Mario Galaxy. Oh, ich freue mich so krass auf das Let's Play von dem Spiel. Ach, ich habe euch gespoilert, Hilfe. Sorry, sorry, sorry. Aber das dauert noch ein bisschen. Keine Angst. Vielleicht wird es auch Galaxy 2. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber ich denke mal, ich werde ein besonderes Let's Play draus machen. Nicht so wie alle anderen. Und was ich mit besonders meine, das wird sich erst später herausstellen, wenn das Let's Play dann ansteht. So, gewonnen. Gut. Okay, dann hätten wir das Ganze geschafft. Kann ich jetzt gegen den Master Core spielen? Oder was gibt es jetzt noch zu tun? Nee, es gibt jetzt noch ganz viele andere. Soll ich gegen die Masse da oben kämpfen? Ja, genau, das mache ich jetzt einfach mal. Ich warte echt auf den Master Core. Gegen Samus, Rosalina und Luma, Mega Man, Little Mac und? Und? Ach, ja, egal, den Kommentator habe ich jetzt nicht aussprechen lassen. Tut mir leid. What the? Was ging denn da ab? Ich bin direkt mal gestorben und die Map ist komisch. Nein, ich will nicht. Ey, wenn ich jetzt so lame sterbe hier, ne? Was ist denn das für eine komische Map? Oh, nee, 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 nee. Das ist irgendwie so Pac-Man-Stadt oder so. Boah, weg mit dir. Mit dir auch am besten, oder? Nein. Nein, 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 der hat den Schuss aufgeladen. Nein, 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 und... Oh. Nein! Stirb! Yay! Geschafft! Oh Gott, das war so richtig knapp. Ich hatte schon richtig Angst, dass ich das verliere. Aber egal, ich hab's ja geschafft, also kein Problem. Läuft. Oh meine Fresse. Jetzt muss ich gegen Zelda spielen. Ein One-on-One gegen Zelda. Bin ich mal gespannt, wer gewinnt. Zelda oder Bowser? Das Gute gegen das Böse. Zelda gegen Super Mario. Aber ich denke mal, ich brauche gar nicht so viel Angst vor der Tunte haben, weil die komisch ist und... Obwohl, doch, ich sollte eher Angst haben, denke ich mal. Holy moly, du bist echt stark, muss ich sagen. Oh Gott, ich spiele echt schlecht. Was mache ich da eigentlich? Um mal ehrlich zu sein, ich spiele richtig schlecht. Habe ich irgendwie so Steine an den Füßen oder warum fühlt sich der so lahm an? Weil es sieht echt gerade so aus, als würde ich gerade wie so ein richtiger Behinderter spielen, der das Spiel zum ersten Mal spielt oder so. Und die sollen nicht diese Dragoon-Teile sammeln. Wow! Wo ist das letzte gerade Dragoon-Teil? Ich darf nicht zulassen, dass sie das einsammelt. Aber ich denke mal, ich hab sie jetzt.
Nein! Oh Gott. Ja, jetzt muss ich warten, einfach nur. Egal, wird kein Problem sein. Ich hatte ja noch meine Schutzzeit. Ja, die gibt es in dem Spiel auch, nicht nur in Minecraft. Nein! Oh, ich habe schon fast einen Kollaps bekommen hier wieder. Ich habe aber echt richtig scheiße gespielt, muss ich zugeben. Tut mir leid. Es tut mir wirklich sehr leid. So, spiele ich jetzt gegen den Master Core? Was sind das für Spaßvögel? Timmy, oh nein. Und was ist das? Zwei komische Schlüssel. Schraubenschlüssel. Bereit, los. Ah, die kann ich einfach so raushauen. Ich wollte... Ach, guck mal, wer da ist. Hey! Du... Mein Mii hat sich gegen mich gewendet. Dieses Arschloch. Na egal, ich werde sie alle wegbomben müssen. Bowser. Na los, weiter so. Es kommen nicht mehr viele. Ja, die spielen nicht so scheiße, muss ich sagen. Ich habe eigentlich Schild eingesetzt. Aber egal. Nein, jetzt sag nicht, der kriegt mich nochmal. So. Boah. Hat echt lange gedauert, gegen die zu kämpfen. So, spiele ich jetzt gegen den Master Core. Es ist soweit. Ich kann gegen den Master Core spielen. Obwohl, noch nicht. Gegen Master Hand und Crazy Hand. Oder Crazy Hand, warum sage ich Hand? Oh, Hand, okay. Oh Mann, ich kann echt gerade nicht reden. Oh nein, Meisterhand. Oh nein, Crazy Hand. Warum haben die 303 KP? Warum so eine komische Zahl? Wie, eine schon kaputt? Ernsthaft? Jetzt rastet die eine Hand komplett aus. Oder spiele ich gegen Master Core? Es sieht so aus. Wie oft muss ich den hauen? Aua. Hab ich ihn? Ich denke mal schon, das sieht gut aus. Ach, gegen die Schwert jetzt auch noch. Eieiei. Ich weiß ja nicht, was der für Attacken macht. Hab ich ihn? Nee, noch nicht. Nein. Oh Gott. Das ist echt eine fiese Attacke, wenn ich... Ja, das war echt sehr krank. Nein. Ich hab mich echt jetzt... Jawohl. Besiegt. Was kommt da jetzt? Oh nein! Die Version! Die Fake-Version von mir! Weg mit dir! Stirb! Nein. Jawohl. Hab ich's geschafft. Oder was passiert jetzt? Ich muss jetzt gegen den wahren Master Core kämpfen. Ich muss dich jetzt vermöbeln, Master Core. Zerstört. Und jetzt habe ich es geschafft.
Also das hat echt Spaß gemacht. Ich hab's anscheinend geschafft. Also, ob das jetzt der richtige Master Core war, weiß ich nicht. Ich habe nämlich mal eine andere Version gesehen. Vielleicht werde ich noch im nächsten Part mal versuchen oder vielleicht irgendwann versuchen, diesen Master Core auch noch herauszufordern. Es hat echt sehr viel Spaß hat gemacht. Es war nicht leicht, obwohl es oft nur auf Stufe 6 war. Wir haben Manaphy erhalten. Ganz viele schöne Sachen haben wir hier gerade erhalten und ich denke mal, ich werde jetzt den Part auch schon beenden. Obwohl, nö, noch ein bisschen Zeit haben wir ja. Yeah. Eine Bowser-Statue im Feuerwerk. Okay. Eine einsame Statue auf einem riesigen Feld. Ja gut. Ist echt eine tolle Sache. So, was kann ich denn noch zeigen in diesem Part? Ach, ich muss jetzt gegen diese Dinger hauen. Gibt's echt manchmal echt schöne Bilder. Ich muss jetzt gerade mal versuchen, einige hier zu bekommen. Nein. Wie viele werde ich davon bekommen, von diesen Dingern? Es soll ja nicht leicht sein, die ganzen Sachen hier zu erhalten, denn obwohl wir haben ja schon ziemlich viele Prozente gemacht, jetzt wird es nichts mehr daraus, glaube ich. Ja, komm. Ich lasse so vieles aus. Ich muss mich echt gerade konzentrieren. Ich denke mal, ich werde es auch nicht komplett schaffen. Komm, es wird doch jetzt nicht an diesen paar Prozent liegen. Komm, noch ein bisschen. Nein, 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 nein. Kommt diese paar Prozente dann noch? Ach übrigens, man kann noch in den Credits sterben. Yeah. Aber man wird auch direkt wieder erscheinen. Ich hab's nicht ganz geschafft, aber ja, egal. Geht schon klar. 97, und wenige Prozente haben gefehlt. Aber es geht schon klar. Okay. So, was kann ich denn jetzt noch zeigen? Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Ich denke mal, ich kann da nicht mehr viel machen. Aber ja. Master Core. Also jetzt habe ich noch so einen Meilenstein bekommen. Lass mal anhören. Gut, es reicht. Du hast den klassischen Modus zum ersten Mal gemeistert. Oh, ja, yeah, ich bin gut erhalten. Meister Gärtner Krone. Beehive Perücke. Haben wir eben schon angehört. Okay, das war's. Na gut, den Part werde ich nächstes Mal reinklatschen können. Das war's dann mal wieder mit Super Smash Bros. For Wii U. Im nächsten Part werden wir uns mal den All-Star-Modus anschauen und im Stadion mal vielleicht mal ein bisschen Scheibenbomber, Multismash oder Homerun-Wettkampf machen. Das war's, bis dann. Schaut demnächst wieder rein bei Super Smash Bros. For Wii U. Bis dann!